Flirtst du gerade mit einem Mädchen? Ich gebe hier nur Komplimente. Danke für das Kompliment. Das schmeckt echt gut. Gern geschehen. Was machst du alleine so spät draußen? Du bist doch noch recht jung, oder? Ich bin nicht jung. Ich bin erwachsen und kann selber auf mich aufpassen. Du siehst nicht erwachsen aus. Was? Ich bin 18. Ja, das würde ich noch nicht als sehr erwachsen bezeichnen. Naja, ich bin noch nicht so alt wie du. Außerdem, ich arbeite seitdem ich 13 bin. Also bin ich definitiv jetzt erwachsen. Was denn? Das weißt du bestimmt, oder? Nein. Oh, bist du... Los, sag es. Wenn es etwas Illegales ist oder du in Gefahr bist, blinze zweimal. Ich jetzt. Schau dir mein süßes Gesicht an. Also echt jetzt? Ernsthaft? Du hast mich noch nie im Fernsehen oder auf Social Media gesehen? Ich will nicht elitär klingen, aber ich interessiere mich nicht für diese Dinge. Pff, Snob. Und denkst auch, du bist so broke, but woke, oder? Also eher pleite als woke. Du hast ja bis jetzt nichts bestellt. Zu pleite für eine Tasse Kaffee? Sie ist wirklich nicht gut für mein Geschäft. Ach, ernsthaft? Ich frage mich manchmal, wie du das Kaffee ohne mich über Wasser halten könntest. Worauf wartest du, Oma? Bestellt was? Ist das hier eine Art Maid-Kaffee-Erlebnis? Also, was willst du? Das Übliche. Kaffee, Kaffee und Kaffee. Dein Espresso ist fertig. So köstlich wie immer. Freut mich, dass es dir schmeckt. Moment mal. Du kommst mir doch bekannt vor. Bist du Teil einer Idolgruppe? Idolgruppe? Rachel Fluencer? Die von Super Smiles, die gerade erst ausgestiegen ist, um ihre Solo-Karriere zu starten? Mit dir ist ja doch was anzufangen, Oma. Ich kann nicht mehr reden. Was mich zurück zu meiner ersten Frage bringt. Was machst du hier? Milch trinken. Ernsthaft. Du hast das doch auch gesehen, oder? Ich bin wirklich hier, um Milch zu trinken. Warum kommen so viele seltsame Leute in dieses Café? Naja, ich habe wirklich eine sonderbare Kundschaft. Und es ist das erste Mal, dass ein berühmtes Idol hier sitzt. Und Milch trinkt. Ja, ein Erfolg. Errungenschaft freigeschaltet. Ein Erfolg freigeschaltet. Achievement unlocked. Ein Erfolg. Nein, wirklich. Warum bist du hier? Naja, weißt du, so übliche Probleme. Ich habe mich mit meinem Vater gestritten und musste mal raus. Ah, okay. Aber ist das okay, dass ein Idol wie du so spät abends noch draußen ist? Mach dich um mich keine Sorgen. Ich kann mich in eine Katze verwandeln. Jetzt bin ich wirklich beunruhigt. Naja, was ist denn passiert? Mein Vater. Wir hatten eine Auseinandersetzung. Er mag die Branche nicht, in der ich arbeite. Er hat meine Arbeit immer als etwas Schlechtes gesehen. Aber ich liebe das,
was ich mache. Was ist mit deiner Mutter? Was hält sie von deiner Karriere? Sie ist vor ein paar Jahren gestorben. Oh, tut mir leid, das zu hören. Schon gut. Kennt dein Vater denn das Musikbusiness? Er hat damals selbst in der Branche gearbeitet. Also ja, er weiß so einiges. Jetzt wird es ja voll. Oh, Georgie. Er ist wieder da. Guten Abend, Zwergi. Guten Abend, Ladies, die ich vorher noch nie getroffen habe. Wir haben uns gestern gesehen. Ich scherz doch nur, Freya. Also, Zwergi. Jawohl. Ich brauche etwas gegen meine Halsschmerzen. Kannst du mir eine Tasse Grüntee mit Zitrone und Honig machen? Kommt sofort. Grüner Tee. Zitrone und Honig. Hustensaft. Hier etwas für deinen Hals. Den brauche ich nach dem Stream auch. Aha, aha. Was ist das denn? Mein geheimer Hustensaft. Und wie nennst du das Getränk? Hustensaft. Natürlich. Mal sehen, ob das Getränk so gut schmeckt, wie es riecht. Verdammt. Das ist großartig. Und wie war dein Tag? Ist etwas Spannendes auf Streife passiert? Ja, ja. Etwas Interessantes? In der Tat. Ich habe während meiner Streife mit etwas sehr Gruseliges erlebt. Erzähl, erzähl. Du willst das auch wirklich hören? Ja. Das Gruseligste heute war mein Gehalt. Ernsthaft? Ja, ich habe heute meinen Lohn bekommen. Mein Konto während der Arbeit gecheckt. Es ist gruselig. Naja, abgesehen davon und von den Betriebsstreiks ist alles okay. Alles ist okay? Hier sitzt eine junge Berühmtheit ganz alleine rum. Ein Zeichen dafür, dass die Gegend hier ziemlich sicher ist. Hey. Danke für das Getränk und die Zeit. Ich mach mich auf den Weg. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hm? Keine Ahnung, wer war. Er war. Das ist. Ja. Was zum Teufel war das? Sie hat da nur gesessen und gelesen. Das ist doch, was man normalerweise in einem Kaffee macht, oder? Du sitzt ja auch hier und schreibst. Du hast recht. Wo waren wir? Ah ja. Was machst du hier, junge Dame? Es ist schon ziemlich spät. Ich konnte sonst nirgendwo hin. Das Kaffee hier sah so glücklich aus. Verstehe. Also wolltest du eigentlich in eine Bar? Aber bist noch minderjährig, oder? Woher wussten sie das? Kannst du jetzt auch Gedanken lesen? Ich habe eine Tochter in deinem Alter. Man lernt sie zu verstehen. Man jeden Tag mit ihnen zu tun hat. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber alles wird gut. Hier kannst du deine Probleme für einen Moment vergessen. Alter, du bist Polizist. Und er muss sich nicht um eine Tochter kümmern, die nicht sein ist. Er ist Polizist. Das ist sein Job. Entspann dich, Freya. Sie ist nicht so verklemmt. Sei nicht so verklemmt. Tja, durch den Herrn Polizisten hier fühle ich mich schon sicherer. Das weißt du doch auch, Freya. Die Gegend hier ist sehr sicher. Oder Officer Georgie? Natürlich, der Bezirk hier gehört zu einem der sichersten. Und dafür bekomme ich jetzt sicher einen Rabatt, oder?
Ihr Gesicht. Was? Schau mich nicht so an. Mensch, du bist ein Polizist. Verhalte dich wie einer. Ich kenne mich mit Verbrechen so und so gut aus. Nicht wie man mit einer fremden Tochter umgehen soll. Das solltest du wissen. Du bist selbst Vater. Oh. Richtig. Leute, ihr wisst, dass ich euch hören kann. Ernsthaft? Siehst du, Freya, sie hat ein gutes Gehör. Das sollte reichen, um sich zu schützen. Jedenfalls, wenn ich mal. Rachel? Rachel, was bringt dich hierher? Wie ich schon erzählt habe, ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Haha. Warum lachst du? Ich streite mich fast jeden Tag mit meiner Tochter. Warum sagst du sowas? Weil es stimmt. Wir streiten viel. Das ist normal. Und jedes Mal, nachdem wir uns über etwas gestritten haben, sind wir uns als Familie näher gekommen. Hm? Nachdem sich alle Gemüter beruhigt haben, habe ich etwas über meine Kinder gelernt. Und sie auch über mich. Solange wir solche Sachen nicht im Raum stehen lassen, kann ein Streit viele Dinge besser machen. Aber wir streiten uns so oft. Heute hat er das Fass zum Überlaufen gebracht. Er war nicht wie sonst, wie früher. Weißt du, bevor du eine Solo-Karriere starten wolltest? Nein, bevor meine Mutter gestorben ist. Versöhnt ihr euch nach jedem Streit? Nein. Wir reden nie darüber, bis ein neuer Streit anfängt. Ungelöste Probleme sind schwierig. Es ist nicht einfach. Aber vielleicht müsst ihr euch gegenseitig besser verstehen. So schwer es mir fällt, das zuzugeben. Durch einen Konflikt wächst man zusammen. Selbst als Familie. Aber als meine Mutter noch bei uns war, war es nie so schlimm. Sie war die Einzige, die mich verstanden hat. Und sie verstand deinen Vater. Vielleicht hat sich dein Vater auch oft mit deiner Mutter gestritten. Und sie konnte zwischen euch beiden vermitteln. Vielleicht. Weil jetzt, wo meine Mutter nicht mehr bei uns ist, habe ich niemanden, der mir helfen kann. Und dein Vater hat seine beste Vermittlerin verloren. Warte mal. Ihr habt euch in letzter Zeit häufig gestritten. Warum bist du erst jetzt weggerannt? Meine Töchter wollten nie ausreißen. Moment. Vielleicht bin ich es, der immer wegrennt. Und meine Arbeit als Ausrede nutzt. Kann ich bestätigen. Ja, ich komme oft her, oder? Aber ich muss dir leider echt sagen, ihr beide müsst eure Streitigkeiten klären. Ungelöste Probleme sind schwierig. Für jede Beziehung. Ich verstehe irgendwie, was du durchmachst. Ich bin auch weggerannt, als ich noch jung war. Und verstehst du dich mittlerweile besser mit deinen Eltern? Ja. Wie hast du das gemacht? Ehrlich gesagt weiß ich das auch nicht. Es ist einfach passiert. Vielleicht hätte ich weiter weglaufen sollen. Ich verdiene mein eigenes Geld. Ich brauche meinen Vater eigentlich nicht. Ja, würde ich nicht so sagen. Warum? Ich bin erwachsen. Keine Erwachsene würde sagen, sie sei erwachsen. Gib dir etwas Zeit, um nachzudenken, Mädchen. Und versuch auch, deinen Vater zu verstehen. Ich bin mir sicher, ihr könnt das untereinander klären. Wir zwei Erwachsenen. Ohne überstürzte Entscheidungen. Da bin ich mir nicht sicher. Nimm dir die Zeit. Aber jetzt würde ich empfehlen, dass du nach Hause gehst. Es wird spät. Ich muss auch nach Hause. Ich kann dich mitnehmen. Aber du musst nicht sofort mit deinem Vater reden. Geh einfach direkt in dein Zimmer. Dass du sicher zu Hause bist, wird ihn beruhigen. Und er wird nicht mehr so wütend sein. Ihr habt recht.
Du bist wirklich ein guter Polizist, Georgie. Natürlich bin ich das. Also wo wohnst du, Rachel? Im Westen von Nikozaun. Oh. Das ist weit entfernt. Sie werden mich aber trotzdem mitnehmen, oder? Officer? Natürlich werde ich das. Soll ich dich auch fahren, Freya? Nein, brauchst du nicht. Ich bin mit dem Fahrrad hier. Sicher? 100%. Okay, dann machen wir das. Machen wir uns auf. Danke euch, Zwerge und Freya. Seid vorsichtig. Wir sehen uns, Zwerge. Noch einen zweiten Espresso? Da gingen sie hin. Ja. Du kannst länger bleiben, wenn du willst. Nee, passt schon. Ich sollte auch Schluss machen. Wie läuft's mit dem Schreiben? Es wird. Schön zu hören. Ich habe mir gerade viel mit der Arbeit zu tun. Ich habe nur knapp meinen Deadline eingehalten. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Warum kannst du nicht reinen Tisch machen? Erzähl deiner Chefin von deinem Angebot. Sie wird das bestimmt verstehen. Sicher. Gut gemacht, Freya. Hier, nimm das Geld. Mach Urlaub und schieb deinen Roman. Schreib deinen Roman. Nur im Traum. Ich bin ja auch nicht gerade Mitarbeiter des Monats. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ob man nicht abgesägt werden könnte. Was ein Glück. Aber eine Sache ist sicher. Dieses Café hat so viele Geschichten zu erzählen. Also, ich komme morgen auf jeden Fall wieder. Meine Tür steht hier immer offen. Ich hoffe, das hoffe ich doch. Also, mach's gut. Pass auf dich auf. Dann machen wir wieder dicht. Milchstraße, süß und kalt wie das Wetter. Ja, aber ich würde das an dieser Stelle für heute beenden. Bevor wir den nächsten Tag anfangen. Okay, ich glaube, die müssen wir nochmal anfangen. Bevor wir uns abholen können. Freitag, der 25. September 2020. The Evening Whispers. Werwolf-Aktivist festgenommen wegen Besitz illegaler Sedative gegen Zorn. Oha, da haben wir drüber geredet. Und Gewerkschaften im Gespräch mit der Regierung. Kontroversum Rap Band Street Kista wegen ökoterroristischer Lyrics. Willkommen zurück. Sei gegrüßt, Heid. Guten Abend. Mit alleine hier? Ich glaube, den hat ja anders gesprochen. Gala kommt auch noch. Nach seiner Sicht. Ist noch ziemlich leer hier. Du bist unser erster Gast heute. Ist alles in Ordnung? Ach, nichts. Es ist so etwas komisch, wenn du von uns sprichst und hier alleine bist. Oh. Naja, auch wenn ich hier alleine arbeite, meine ich mich und das Café. Ach so. Wie dem auch sei, ich würde gerne etwas bestellen. Was möchtest du denn heute trinken? Hast du Boots da? Sorry, wir haben keinen. Ach komm schon, es war nur ein Scherz. Oh, ich hätte gerne einen Ingwer-Grüntee gerne. Sehr heiß und bitter. Wo ist unsere grünhaarige Freundin, die mal als allererstes auftaucht hier? Ingwer-Grüntee. Heiß und bitter. Erstmal Tom und Chill vorbeischauen. Georgie, mit dem sind wir jetzt dicke Freunde. Würde ich mich beschreiben, geboren und ausgewachsenen Zettel
laktosentolerant und bei der Polizei. Am liebsten Dinge, Filme, Police University, Cop Story, Robert Cop. Was arbeite ich gerade als Vater von 3 wundervollen Mädchen? Aha. Freya? Nur für gute Freunde. Würde ich mich selbst beschreiben, Journalistin, Geschichtenerzählerin, ich schreibe Surreale. Das hatten wir schon mal. In Ghana meistens Geburtstag eingeschaltet. Geburtstag 8. Februar. Vegan, Vampir, professionelles Model. Alicia und die Maria nochmal. Das ist doch die Nummer, den wir hier vor uns haben. Rachel, die Sängerin. Geburtstag 29. Februar. Kontakt zu einem geschäftlich. Rachel@x.com. Okay. Ingwer Grüntee. Grüntee mit Ingwer. Ich guck nochmal ins Gesetz. Ins Gesetzbuch, ja genau. Ins Kaffee, Ingwer, Milch, Ingwer Grüntee. Haben wir, glaube ich, nicht. Hustensaft. Ins Blueprint, guck ich ins Rezeptbuch. Hier brauchen wir noch was. Ingwer Grüntee, heiß und bitter. Nochmal ein bisschen Grüntee. Yummy. Hier ist dein Ingwer-Grüntee. Reich mal rüber. Irgendwie nicht. Nicht heiß und nicht bitter. Also bitter und heiß. Tut mir leid. Schon okay. Schmeckt trotzdem nicht schlecht. Aber eben nicht genug. Da fällt mir ein, ich hoffe, ich darf fragen. Klar. Du hast gesagt, dass du für die Arbeit hier bist. Ja. Für ein paar Wochen. Arbeitest du auch in der Medizin wie Gala? Zolle, nein. Ich könnte mir nie vorstellen, etwas so, wie soll man sagen, so ehrenwert zu machen. Also machst du etwas, was ich lieber nicht erfahren sollte? Ich bin nicht kriminell. Wenn es das ist, was du denkst, naja, es ist kein schlimmer Job per se. Aber definitiv nicht so ehrenhaft wie in einem Krankenhaus zu arbeiten. Was ist es denn? Rate mal. Du reist viel herum? Mehr oder weniger. Du kennst CEOs von Startups? Also hast du selber ein Startup? Oder bist Investor? Ha. Das habe ich tatsächlich früher gemacht, aber jetzt nicht mehr. Und mit den CEOs bin ich nun so befreundet. Was arbeitest du dann? In meinem Leben habe ich schon viele unterschiedliche Sachen gemacht. Nach einer Weile haben die mich gar aber angehört. Deshalb bin ich jetzt Model. Stimmt, das wissen wir eigentlich aus dem Tomodachi, aus dem Smartphone, aus Social Media. Hätte man eigentlich sagen können. Das habe ich nicht erwartet. Aber du hast das Aussehen und den Körper zum Modeln. Also macht das wohl Sinn. Willst du ein Geheimnis wissen? Gerne. Die Models für Anti-Aging-Gesichtspflege. Nie im Leben. Alles Vampire. Natürlich, was sonst? Es liegt in unserer Natur, so gut auszusehen. Unsere Haut ist meistens noch heller als die von Elfen. Und wir haben nicht die spitzen Elfenhörchen. Was uns quasi zu gut aussehenden unternehmenden Schaufenster macht. Wie könnte man besser Anti-Aging-Produkte verkaufen, als mit Leuten zu werben, die nicht altern? Wäre das nicht unlautere Werbung? Ach,
Sei nicht so naiv. Was erlaubt ist, ist doch nur eine Frage der Perspektive. Werbung ist auch nur eine angepasste Wahrheit. So habe ich das noch nie gesehen. Wie lange modelst du schon? Och, noch nicht lange. Etwa so 30 Jahre. Wow. Ah, da ist unsere grünhaarige Freundin. Guten Abend. Kannst du nicht mal leiser hier reinkommen? Es ist Kundschaft hier. Verhalte dich mal wie eine zivilisierte Person, wenn du das kannst. Ach, komm schon. Ich versuche doch nur etwas Stimmung hier reinzubringen. Es ist doch nicht schlimm, oder? Nein, finde ich nicht. Ich glaube, wir haben uns getroffen, als ich das letzte Mal hier war, oder? Und ob? Ich bin ein treuer Kunde. Deshalb auch so übermütig. Hey,